hier sein, inmitten der Wogen. Alles auf einmal fühlen. Die Kraft von Wind und Wellen. Das Auf und Ab inmitten der Zeitlosigkeit. Nur noch das Gefühl der Ewigkeit um einen herum. Und das Glück, nicht mehr wichtig sein zu müssen. Die Kraft zu spüren, viel stärker als man selbst. Und daraus Sicherheit gewinnen. Geborgen im Bann des Wassers. Der Regen. Ein nur allzu vertrauter Anblick. Er macht uns nachdenklich und melancholisch. Verdüstert die Stimmung. Macht verdrießlich. Das Wasser, das vom Himmel fällt, ist Herr über unsere Stimmung. Ganz anders nun hier. Erst wenn ich wieder in einem Gebiet stehe, wo das gesamte Überleben von der Anwesenheit des Wassers abhängt, wird mir die Kostbarkeit dieses Elementes wieder bewusst. Hier ist jeder Brunnen ein Geschenk Gottes, egal welchen Namen Gott hier auch tragen mag. Das Gefühl, Wasser ist Leben, begleitet einen überall. Schnell setzt wieder der Durst ein. Wasser auffangen, es um jeden Preis bewahren, ist oberstes Gebot. Seit alters her haben die Menschen daher Zisternen gebaut. Jahrhunderte alt sind sie noch heute in Betrieb. Man unternimmt gewaltige Anstrengungen, um Stauseen als Riesenzisternen anzulegen. Die Dimensionen dieses Projekts sind gewaltig.
beeindruckend, was ich hier sehe. Man will auch den Bedürfnissen kommender Generationen gerecht werden. Denn Wasser garantiert Leben. Nur wo man es ausreichend zur Verfügung hat, kann man Pflanzen anbauen. Wasser ist die Atemluft der Fische und daher unabdingbar für die Fischzucht. Manchmal ist es auch ganz einfach wunderbar, die erfrischende Kühle eines Flusses in der Hitze zu genießen. Wenn man daran denkt, was man woanders gesehen hat, kann man auf einmal über den Regen ein ganz kleines bisschen glücklich sein. Schutz. Mit diesem Wort verbindet man eigentlich immer etwas Festes, Massives. Aber es ist schon erstaunlich, dass nur sehr wenige Burgen, die auf Bergen angelegt wurden, noch erhalten sind. Zu groß war wohl die Herausforderung, zu erobern und zu zerstören. Ganz anders die Wasserburgen. Hier sind viele noch unversehrt. Es scheint so, als ob Wasser, dieses so unwägbare und widerspenstige Element, einen zuverlässigeren Schutz vor Räubern und Marodeuren bietet als der massive Berg. Sieht man sich hier einmal um, so käme man nie auf den Gedanken, dass an diesem Platz mehr als ein paar Fischer existieren könnten.
Inmitten einer verzauberten Wasserwelt scheinen Fischernetze und mit Seevögeln besetzte Muschelbänke in der Unendlichkeit zu schweben. Vielleicht kann man sich auch vorstellen, dass diese Welt einmal ein Schutz für Eremiten war, die in klösterlicher Abgeschiedenheit leben und beten wollten. Heute seit langem verschwunden. Keinesfalls ist dies aber die passende Umgebung für eine der bedeutendsten Städte des Mittelalters. Venedig. Im Schutz der Lagune konnte sich hier ein mächtiges Welthandelszentrum entwickeln, das nicht nur der Macht und dem Kommerz, sondern auch der Kunst huldigte. Mehr als 1000 Jahre gewährte die Lagune der Stadt Schutz. Selbst Attila, dem Hunnenkönig, ihm, der alles erobert hatte, sollte es nicht gelingen, die Stadt einzunehmen. Erst Napoleon Bonaparte, der sich als ein Attila des 19. Jahrhunderts fühlte und das auch deutlich sagte, machte dieser Uneinnehmbarkeit nach so langer Zeit ein Ende. De facto hat Venedig eigentlich seine Insellage verloren. Es ist durch einen Damm mit der Terra Firma, dem Festland, verbunden. Trotzdem ist das Inselgefühl bei seinen Bewohnern nicht verschwunden. Diese Welt aus Kanälen, Brücken, kleinen und größeren Plätzen ist heute immer noch eine Welt für sich.
auch wenn man oft hört, Venedig sei nur noch ein Museum. Es ist das lebendigste Museum, das ich je in meinem Leben angetroffen habe. Keiner von den Menschen hier denkt wohl daran, dass er nur deshalb hier langlaufen kann, weil seine Vorfahren den Schutz der Lagune gesucht haben. Immerhin war sie mehr als 1000 Jahre in der ersten Reihe dabei. Und auch heute, wie man sieht, immer noch voller Leben. Stadt mit den gleichen Verkehrsproblemen wie jede andere moderne Stadt. Nur dass der größte Teil der Haupt- und Nebenstraßen sich nicht asphaltieren lässt. Eines mutet allerdings seltsam an. Es existieren hier zwei total unterschiedliche Lebensräume im Bann des Wassers. Die Stadt und die Lagune. Obwohl die eine ein Kind der anderen ist, jede ist für die andere gleichermaßen unwirklich. Und das Ganze aus dem Wasser geboren und immer noch geborgen in einer endlosen Wasserlandschaft, in der sich die Seele verlieren kann.
Extrem kurze Belichtungszeiten können das wirbelnde Geschehen festhalten und die rasend sich verändernden Strukturen für menschliche Augen erfassbar machen. So erschließen sie eine ganz eigene, faszinierende Welt. Oder man lässt die Natur für sich arbeiten, die bei Frost die wirbelnden Strukturen im wahrsten Sinne des Wortes einfriert. Hier hat der Frost das vollbracht, was sonst wie die Domäne der Fotografie aussieht. Alles ist erstarrt. Reglos. Angehalten. Allerdings nur, bis der Schnee schmilzt. Dann kommt die Bewegung und damit der Zauber des Wassers zurück. Farbtöne und Strukturen, die das Wasser in seinem Spiel mit Himmel und Licht bildet. Der Raum der kleinen Gewässer. Bach. Flüsschen. Teiche.
Wenn man sich einmal vorstellt, dass all das Wasser und seine Bewegung Teil eines großen Kreislaufs sind. Wasser in 1000 Aspekten der Bewegung. Wiederkehr und Neuschöpfung in einer endlosen Abfolge. Und dann schließlich das Meer. Da man den Wind nicht fangen kann, ist auch sein Gespiele, das Wasser, nicht zu zähmen. Das Meer gehorcht seinen eigenen Gesetzen. Und uns bleibt die Wahl, uns ihm anzupassen oder zuzulassen, dass es seine Rechnung einfordert. Schiffe, die im Hafen vor Anker liegen, so sagen die Seeleute, sind sicher. Aber dafür sind Schiffe nicht gebaut worden. Es ist daher die lebenslange Chance da, sich zu entscheiden, eine Überfahrt zu wagen oder eine trügerische Belanglosigkeit zu wählen. Und hier ist das Meer ein perfekter Lehrmeister. Ich halte es für einen Fehler, zu stolz zu sein, um seine Lehren annehmen zu können und sich dem Bann des Wassers zu entziehen.